Vergrößern, Verkleinern. Roger Federer hat mittlerweile 98 Turniersiege auf seinem Konto. Urheberrecht Getty Images. Nach seinem Sieg beim ATP-Turnier in Stuttgart besteigt der Schweizer wieder den Tennisthron. Bei den Damen bleibt French Open-Siegerin Simona Halep ganz vorn. Superstar Roger Federer ist seit Montag wieder offiziell die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste. Der 36 Jahre alte Schweizer, der am Sonntag erstmals das Turnier in Stuttgart gewann, hatte bereits mit seinem Finaleinzug am Weißen Hof die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste perfekt gemacht. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger löste French Open-Gewinner Rafael Nadal ab und startet nun in seine 310. Woche als Nummer 1. Der Spanier Nadal, der die Führung von Federer Ende Mai übernommen hatte, rutschte auf Platz 2 vor dem besten Deutschen Alexander Zverev. Hamburg. Schon im Februar war Federer die Sensation gelungen, als er sich mit 36 Jahren als ältester Spieler der Geschichte an die Spitze der Weltrangliste zurückgekämpft hatte. Kerber bleibt beste Deutsche. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber belegt unterdessen im aktuellen Ranking Platz 24. Auch Peter Gojovcik, München, 41. Maximilian Matterer, Nürnberg, 49. Mischard Zverev, Hamburg, 65. Jan-Lennard Struff-Warstein, 67. und Florian Mayer, Bayreuth, 82. sind unter den Top 100. Bei den Frauen belegt Angelique Kerber, Kiel, als beste Deutsche weiterhin Rang 11. Erste bleibt French Open-Siegerin Simona Halep aus Rumänien. Julia Görges, Bad Oldesloe, 13. Tatjana Maria, Bad Saulgau, 79. Karina Witthöft, Hamburg, 81. Andrea Petkovic, Darmstadt, 87. sind auch unter den besten 100 notiert.